Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und hallo, lieber Mr. Murp. Hallo, Herr. Das wird ein fairer Kampf, ne? Das wird ein ganz fairer Kampf. Wir sind im Übungsraum, Herr, sage ich schon. Mr. Murp fährt Lux und ich fahre E100. Wir sind hier, weil wir euch einladen wollen am 24.03. zum Community Tanken 2.0. Yay! Sag was! Ich hab Angst, ich komm gerade über die Brücke. Ach so. Ja, Community Tanken 2.0, natürlich, ich freue mich auch schon drauf. Ich hab gerade so. Das war so der Moment, wo ich Schiss bekommen habe, weil ich Dummheiten mache. Genau, und das ist quasi das Ankündigungsvideo dazu. Wenn ihr dieses Video seht, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu einem kleinen Formular, was ich erstellt habe. Dort könnt ihr euch mit eurem World of Tanks Ingame, Nicknamen und eurer E-Mail-Adresse anmelden, die wir auch dieses Mal nur dafür verwenden werden, um euch die TS-Daten kurz vorher zukommen zu lassen. Richtig. Sind auch im Grunde dieselben wie das letzte Mal, bloß das Passwort wird anders sein. Genau, genau. Und starten wird's am grünen Donnerstag am 24.03. um 20 Uhr. Und wir haben diesmal Unterstützung vom lieben Klamsi, der leider heute zum Ankündigungsvideo nicht dabei sein kann, weil er krank ist. Aber er hat sich wunderbare Ideen und Minispiele ausgedacht. Ah, guck mal, da ist der kleine Freund. Ich könnte dich jetzt schon... ich mach das mal nicht, ne? ja, also was ich sagen kann, wir werden... Also sein Plan ist 2 bis 4 Stunden. Ich nehme an, wir werden uns irgendwie auf 3 plus irgendwie einigen. Und wir werden einige Spiele mit Low-Tier-Panzern spielen. Und er hat mir die Information gegeben, ihr braucht eine Artillerie der Stufe 2. 2 bis 3 schnelle Panzer der Stufe 2 bis 3. Oder, also nee, er hat geschrieben, schnelle Panzer der Stufe 2 bis 3. So rum ist das, glaube ich, richtig. Und einen Tier 6 Panzer. Das sind die Anforderungen für seine Spiele, die er sich ausgedacht hat. Kannst du mich überhaupt treffen, so? Ja, so könntest du mich treffen. Nein, so will ich. Nein. Ich habe keine Chance gegen das Monster. Du kannst ja mal versuchen, in meinen Hintern zu penetrieren. Keine Ahnung, ob du da durchkommst. Das klingt so falsch. Das glaubst du gar nicht. Ja, das klingt noch viel falscher, wenn wir den Leuten erzählen, dass wir im August in Köln zusammen in einem Bett schlafen. Nee, ich habe keine Chance. Das ist alles komplett rot, also aus meiner Sicht blau. Okay. Ich hau mal lieber ab. Ja. Bevor sich's anders überlegt und Hunger kriegt. Und soweit ich weiß, werdet ihr dann mit uns am 24. Mit und gegen uns spielen. Und ich bin da sehr gespannt drauf, weil... Also ich glaube sogar, es wird ein Spiel auf dieser Karte geben. Das habe ich mit Klamsi nämlich schon selber ausprobiert. Und den Rest bin ich auch ziemlich blind. Er hat das so ein bisschen in seine Hand genommen. Ich bin sehr gespannt. Und wir freuen uns auf jeden Fall, ne? Ja, also es wird auf jeden Fall anders als das Community-Tanken 1.0. Denn da war ja alles noch ein bisschen prototypisch. Wir haben halt mal so ein paar Dinge probiert. Am Ende haben wir auch Spiele gespielt. Also dieses Panzerverstecken oder diese Schnitzeljagd. Mal wird es, glaube ich, tendenziell eher wirklich solche Spiele geben, ne? Also... Genau. Mal anders. World of Tanks, mal anders. Also kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen, denn so kriegt man halt auch ein paar Leute unter einen Hut, ohne jetzt irgendwelche Kompaniegefechte oder Zufallsgefechte mit gleichzeitigen Reinklicken zu machen, denn das geht meistens dann doch irgendwie in die Hose. Ich kann mich an eine Aktion erinnern, wo ich gegen Munimann oder mit Munimann spielen wollte, 2 Platoons und irgendwie waren die beiden immer im Gegnerplatoon. Das war... Hui, das war knapp. Ich habe einfach mal deine Richtung gehalten. Ja, also... Vielleicht kann ich gewinnen. Moment, nur ganz kurz. Vielleicht kann ich einen Unentschieden erzwingen, indem du all deine Munition verbrauchst. Oh, da muss ich aber noch viel schießen. Vor allem, das wird teuer. Ich habe 14 Heatkugeln dabei. Okay. Ja, ich glaube, ich füge mich dann jetzt einfach in mein Schicksal. Das habe ich auch verdient, nachdem ich im Community-Tanken eins so viel... gecampt habt. Oh ja, so. Ihr elenden Camper. Hier bin ich. Ich sehe dich nicht. Hier, um meinem Schöpfer gegenüberzutreten. Wo bist du? Naja, nicht weit weg von der letzten Stelle, wo ich war. Aber ich sehe... Ach, guck mal, da ist er. Moment, jetzt gucken wir mal. Ob er mich kriegt. Na, da bin ich, da bin ich. Na, komm, kriegst du mich? Kriegst du mich?
Oh, ich habe mich am Anfang schon bewusst an die Stelle gestellt, wo ich stand. Ah! Wow! Ja, du musst aufpassen, wenn ich dich ramme, wird's auch böse. Das mache ich jetzt noch ein paar Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr noch so lange zugucken wollt. Oh, 12 Hitpoints. Also man hat im Lux keine Chance gegen einen E100, so viel ist klar. Also ich finde die 5%, die es mir am Anfang angezeigt hat, waren optimistisch. Ja, du kannst ja auch theoretischerweise durch Ketten gewinnen, ne? Ja, das stimmt. Wenn ich weit genug weg bin. Aber auf Tundra, nee, das schafft glaube ich sogar der E100. Ja, das könnte sein. Selbst wenn ich beim gegnerischen Cap bin, ich muss ja bloß über die Brücke fahren, ne? Ja. Okay, liebe Leute. Ja, aber so sieht's aus am 24.03. ab 20 Uhr. Der genau. Link ist unten in der Beschreibung, sowohl bei O'Hares Video als auch bei meinem. Und ja, wir werden wahrscheinlich ähnlich viel Spaß haben wie O'Hare und ich gerade eben. Auf jeden Fall. Ach so, noch zur Information am Ende. Bitte meldet euch bis zum 23.03. um 23.59 Uhr an, damit wir dann auch am 24. im Laufe des Vormittages euch die Informationen zum TS-Server zukommen lassen können. Genau. Weil ja. Sonst könnt ihr ja nicht drauf. So sieht's aus. Ja, dann habt ihr euch zwar angemeldet, aber ja, ihr habt keine Chance, die Anmeldedaten für den TS-Server zu bekommen. Und dann sehen wir uns am 24.03. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.